Ja, moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Und jo, ich bin immer noch ein bisschen krank, also immer noch erkältet und es regnet sehr fest draußen. Ich habe richtig Lust, jetzt weiter zu spielen. Ich bin jetzt hier drüben bei der Geister des Feuers Echo, da habe ich gestern ein bisschen gefarmt. Nicht Echo, sondern Monolithen. Wir waren ja Ende letztes Parts hier kurz dran. Und hier habe ich schon ein bisschen gespielt, weil ich natürlich ein bisschen vorwärts machen sollte. Also das geht einfach ein bisschen zu lange, bis hier oben der Balken gefüllt ist. Und ja, jetzt haben wir noch ein paar Echos und dann können wir die drei Missionen machen. Genau. So, es geht immer ein bisschen zu lange. Ich habe nicht so viel Zeit neben den Aufnahmen. Und ich habe gestern auch ziemlich lange noch mit einem Kollegen neben dem Motto, also dem Moderator, genau. Der andere ist ja der Moderator. Ja, einfach das Spiel zu erklären, ein bisschen zu zeigen. Ich habe noch ein bisschen Zeit leider verloren, also am Abend. Aber da mache ich ja meistens auch keine Aufnahmen. Da bin ich am GTA Roleplay selber dran und mache noch andere Dinge, eben zum Beispiel grinden und farmen. Weil ich ja dann nebenbei noch hochlade. So, jo, jetzt eben der Beat, der wird irgendwie stärker, irgendwie schneller. Die Schadens, Zahlen, die gehen in die Höhe. Jetzt machen wir eben diesen Molyten, um noch, glaube ich, 50% mehr Minion Damage machen zu können, falls wir ihn haben, auswählen können, den Boden. Und es gibt hier eine Rüstung, die für den Runenmeister ist. Irgendwie Static, irgendwas mit Static Chest oder so. Und die brauche ich. Dringender als irgendwie ein Item, das ich gestern noch gemeint habe. Bei Ages of Winter. Genau, weiß ich nicht mehr, was das war. So. Das sind ja auch sehr viele Dinge, die man merken muss. Die geben eben nicht gute Items momentan. Also momentan, also gibt immer die gleichen jetzt so langsam, habe ich das Gefühl. Mache ich nicht mehr. Und sie dauern halt auch mit diesem Bild noch ein bisschen. Oh, jetzt haben wir zweimal ja, diese Götzen. Ich muss alles wieder aufs Deutsche lernen. Es ist so heftig. Hey, yo. Ah, da ist gerade noch eine Frage reingekommen. Die ist klar. Globaler Fire Damage geht nicht auf Minions. Geht nur Minion Fire Damage. Glaube ich. Zumindestens. Aber eigentlich ist es so beschrieben worden, dass man wirklich Minions drauf haben muss, hat Kreaturen oder begleitet oder so, je nachdem, was man spielt und wie. Deutsche Übersetzung ist ja immer mehrheitlich manchmal. Da habe ich ja erst im letzten und vorletzten Part ja irgendwas gelesen, was da dreimal war, glaube ich, Schutz, oder? Und dann steht es plötzlich mal Schutzschild und Schutzes. Und ja. Klar, es ist ungefähr das gleich gemeint, aber doch irgendwie doch ein anderes Wort oder eine andere Bedeutung, so quasi. Minimale. Jo, und eben, ich will noch ein bisschen an Minecraft testen, dass das nicht mehr abstürzt. Es kommt immer diese Fehlermeldung 1. Und das sind scheinbar momentan einfach die Mods irgendwie nicht gut eingestellt von den Moddern. Keine Ahnung, wie es jetzt kommt. Weil es kommt auch ohne Mods übrigens. Ja, ist es wahrscheinlich Java. Also ich installiere einfach nochmals Java neu und auf einer anderen Festplatte und dann wird es wahrscheinlich schon gehen. Aber immer wenn man so denkt, ja, man hat irgendwie so die Lösung, dann macht das irgendwie gar keinen Sinn. Und trotzdem macht es irgendwie Sinn, weil wenn man irgendwie das ändert, dann geht's wieder. Technik ist sowas von kaputt. Ist ja so schön, Technik zu haben, oder? So modern zu sein, dass wir überhaupt Technik haben. Aber wenn das alles, die Map ist hier irgendwie abgehackt. Da alles irgendwie, naja, schwer zum Fixen, Probleme umgehen ist, dann habe ich Technik weniger gerne. Da ich ja nicht so der Technikmensch bin, also nicht unbedingt Technik brauche. Und trotzdem irgendwie es gerne hat, weil es einfach halt das Tolles ist, oder?
Hättet ihr Lust, ohne Pelz hier zu leben? Wahrscheinlich auch nicht so. Aber wir haben es gut, wir sind hier in der Moderne, vor allem für uns jetzt hier. Ist ja immer so relativ, oder? In 20, 30 Jahren ist das wieder nicht modern, was wir hier zocken und ja, Programme haben und so. Und jo, ich freue mich natürlich über alles Neues, auch wenn es nicht immer so toll ist, wie man es eigentlich gerne hätte, oder? So, immer diese Blumen. Blumen, die mich bekämpfen wollen, die sind nicht toll. Ja, es machen überhaupt keinen Schaden. Ich heile mich ja so schnell wieder hoch. Aber trotzdem, so optisch nerven sie schon mich ein bisschen. Und die Augen hier haben so ein Laser. Ich glaube jetzt nicht in diesem, aber im Age of Dragons hatten sie irgendwelche Laser noch. Also jetzt haben sie es jetzt bis jetzt noch nicht eingesetzt. Und die machen auch nicht ganz so viel Schaden an meinem Charakter. Ich bin irgendwie ein bisschen zu zäh, habe ich so das Gefühl. Kann sein, aber so. Ist schon geil, dass man halt viel leichter jetzt OP sein kann. Aber natürlich ist es auch ein bisschen unbalanciert. Nein, wir haben es zugute, oder dass das Spiel ein bisschen weniger langsam voranschreitet. Wir haben jetzt uns viel zu viel aufgehalten lassen Yes. mit Beats anschauen, die einfach auch nicht immer so gut spielbar waren. Leider. Also, ja, ich hatte ja jetzt gerade mehrere Beats gehabt vorher, vor diesem Bild. Der einfach nicht, also die nichts aushielten, oder? Und das geht nicht, wenn ihr nicht die ganze Zeit grinden könnt, oder? Dann müsst ihr irgendwie euch wieder zäh machen können. Und wenn das so lange geht, dann muss ich natürlich sagen, ja, fürs Let's Play mache ich einen neuen Charakter-Beat, wo einfach die Items nicht benötigt oder gar keine schwierigen Items benötigen. Das nehme ich mit. 319 ist sehr stark. Und ja, deshalb ist es doch ein bisschen stagniert nach dem September-Update. Auch erstmal wieder ganz neue Items zu farmen und den Runenmeister erstmal ein bisschen kennenlernen. Und so hat mich echt viel Zeit gekostet. Also, ich weiß nicht, wie lange ihr meine Videos schaut schon, aber ich als Let's Player hatte viel, viel mehr Langeweile als ihr. Ihr könnt ja immer wieder weiterspulen oder ja, einfach das anschauen, was ihr überhaupt wollt. Ich muss ja alles selber aufnehmen und manche Sachen auch wieder ja, auslassen, oder? Jetzt gerade mit den nicht mit den Quests, die Quests weg sind, muss ich jetzt auch nicht jeden Part nochmals irgendwie schauen, dass ich den wieder also einen neuen Part machen muss, oder? Weil der alte irgendwie ja, sagt, das Video kann nicht mehr abgespielt werden, weil da Last Epoch einen Bluescreen gemacht hat oder einfach abgestürzt ist. Ist ein bisschen schwer zu erzählen gerade, also ich glaube, ich habe nichts falsch gesagt. Oder, also, einfach corrupted Video Files, oder? Sozusagen. Und für mich ist da immer sehr viel Zeit verloren gegangen. Also 30 Minuten pro Video, 5 bis 10 Minuten fürs Checken, also das Video abspielen lassen und so. Oder einfach zu sehen, okay, das Video ist jetzt gerade nicht abspielbar oder so. Jo, das sind natürlich wenige Sekunden. Aber es ist immer etwas anders gewesen. Es ist nie gestanden, ja, das Gamefile ist corrupted oder so. Es ist einfach irgendwie nicht abgespielt worden. Es hat geleckt. Es war irgendwie gecuttet dann plötzlich. Oder so Sachen. Ganz komisch. Technik ist halt immer irgendwie völlig verwebt mit Fehlinformationen, mit. Ja, dass man einfach nicht weiß, was. Nehme hier noch das Gold mit. Dann haben wir, glaube ich, voll. Es ist sowieso eine Arena. Nein, doch, es ist eine Arena.
Hallo, Äffchen. Ach ja. Aber ich bin froh, dass die meisten Games jetzt wirklich auch fresh freigehen. Also jetzt habe ich noch nicht so viele Games ausprobiert. Geht ja natürlich wegen dem Server. Und zum Beispiel, ja, City Skylines 2 habe ich kurz angespielt. Habe es ja wieder zurückgegeben, habe die 100 Euro wieder bekommen. Und Citizen Motion 2 habe ich angeschaut, weil das Spiel hatte ich damals auch gehabt. Und jo, das ist auch nicht gecrashed. Das geht einfach beim Beenden. Ich muss es immer mit Alt 4 beenden. Geht das in eine Art Modus, wo bei mir den Blaulichtfilter aussteht. Das ist so witzig. Tut einfach mal Windows breaken. Und dann kann ich natürlich nichts machen, dann muss ich den PC neu starten, damit wieder der Blaulichtfilter an ist. Ganz komisch. Oder es ist halt wegen meinem Bildschirm, aber eigentlich stellt das man ja in Windows ein, oder was ist das wahrscheinlich? Von Windows. Irgendwie würde ich. Keine Ahnung. Oder es ist eben wegen meinem Bildschirm, ist es bei Windows einfach zu sehen. Ja, kann auch sein. Aber auf jeden Fall tut der Bildschirm dann einfach sagen, so, oh, will nicht mehr. Blaulichtfeder anhaben. Ist mir egal. Also, da haben wir 4 Verderbnis, 6 Verderbnis, nein, 4 Verderbnis. Da hinten geht es wahrscheinlich auch nicht weiter, denke ich mal. Wir gehen jetzt mal hier zum Schlüssel und zum Relic. Aber nach dem Schlüssel können wir den Boss machen. Ich hätte einfach gerne mal jemanden als Kollegen, der sich mega auskennt mit PCs, also technisch sehr gut ist, gelernt ist oder so. Und wo mich einfach mal kurz eine Frage beantworten könnte oder so ein bisschen etwas einstellen könnte, per Video übertragen. Das wäre einfach etwas, was ich gerade gebrauchen könnte. Aber ich habe es eigentlich gut hingekriegt, dass es jetzt wirklich nicht mehr crasht. Und jo. Eben, ich bin auch noch ein bisschen am Schauen, was ich noch Let's Playen soll, aber zeitlich wäre es einfach besser, wenn ich einfach Last Epoch zeige. Ich habe gehört, Diablo 4 gibt es bald einen neuen Charakter, also bald, weiß nicht, in 4-5 Monaten vielleicht. Und der interessiert mich sehr, weil es auch so eine Naturmagier, Magierin ist, wo ja, ein bisschen anders ist es der Druide, den ich nicht so mag in Diablo 4. Ich würde dann vielleicht mit dem Addon starten, mit Diablo 4 Let's Playen und Livestream. Aber vielleicht auch nicht, weil es zeitlich wirklich zu schwer ist. Und ich mag irgendwie ja das Gameplay nicht so sehr in Diablo 4. Ich kann es verstehen, dass viele es gerne haben, aber ich finde eher Diablo 2 gut und Diablo 3 und Diablo 4 leider nicht mehr so gut. Und ich habe mir vorgenommen, ab und zu mal ein bisschen Gameplay zu zeigen von Diablo 2 mit dem Maedion-Mod und vielleicht auch dem Snay-Mod, wenn es euch interessiert. Ich kann auch andere Mods natürlich zeigen, aber es werden wahrscheinlich nicht täglich Videos kommen. Mal 3 Tage oder 4 Tage oder so, mal Woche, ein Part. Es ist halt einfach sonst viel zu aufwendig. So. Viele Videos zu machen. Kostet mir viel zu viel Zeit. So, also wir sind eigentlich fertig. Aber es ist ein tolles Level. Ein toller Gegner. Schwere Gegner vor allem. Ja, voll muss ich es ja nicht machen. So, ja, eben der Spielspaß in Last Epoch ist einfach viel größer als von anderen Games. Ist das? Ja, das ist schon drüber. Leider bin ich echt krank gerade. Kann fast nicht reden. Also. Eben Diablo 2 Mods. Da würde ich gerne ein bisschen zeigen. Ich werde natürlich auch nicht so viele Aufrufe bekommen. Ich habe ja erst ein kürzliches Video von Goat Simulator 3 gemacht. Und ja, die Leute wollen einfach gar nichts mehr von
Simulator 3 sehen. Das Game ist nicht mal 1,5 Jahre alt. Und schon ist das weg. Und Last Epoch ist 3 Jahre alt und ist so beliebt wie noch nie wahrscheinlich. Ja, okay, momentan gerade nicht, aber es liegt einfach, dass jetzt gerade längere Zeit kein Update mehr kommt. Die Leute sind ein bisschen debris geworden. Solche Spiele brauchen Updates, oder? Und Spiele wie Goat Simulator, die brauchen einfach ihre Bugs, oder? Die dürfen ihre Updates gar nicht bekommen. Und deshalb spielt auch niemand mehr Goat Simulator 3. Schade. Aber kann ich verstehen. Kann immer wieder ein Video machen, wenn ich sehe, ja, wie beruhigt ist oder so. Das war eher sinnig lustig. Das kann natürlich ein Last Epoch überhaupt nicht toppen. Ja, Last Epoch ist auch manchmal lustig, wenn so Müll droppt und so. Wenn gerade so Chrono Stasis droppt. Heißt das auf Deutsch? Ja, Chrono Stasis. Ist auch Englisch. Ah, da hängt der Schrein. Ja, Gold, ja. Yeah. Wir haben ja viel Gold ausgegeben letzte Part für die Dungeons. Für das Glücksspiel. So. Wie kommt man denn da runter? Und ja, das Sachen machen für den GTA-Rollenspiel selber kostet mir sehr viel Energie. Da ist natürlich schon sehr manchmal einfach der Wurm drin, mehrere Projekte machen zu können und ja, vor allem auch die Motivation zu finden, noch mehr zu machen, nochmals ein paar zu machen und alles. Das ist schon ein bisschen schwierig. Aber sobald ich jetzt eigentlich live streamen kann, also ich habe es jetzt gestern nicht ausprobieren können, ich bin ja nicht fit gewesen gestern. Heute bin ich ein bisschen fitter, aber habe auch noch nicht können. Ich muss einfach gesund sein und dann fange ich an zu livestreamen. Und dann kommen viele Sachen halt in den Livestreams. Und ihr könnt das gerne auch nachschauen. Kein Problem. Bei mir werdet ihr auf nichts gezwungen. Alles machen oder mal auch nicht machen. Und einfach, dass ich für euch auch ein bisschen mehr Zeit habe, für die, die es wirklich auch brauchen. Und auch wollen, das vor allem auch aushalten. Bin manchmal wahrscheinlich nicht gerade so der bequemste Typ für euch. Aber das kann ich gut lernen wieder in den Livestreams. Könnt ihr mir sagen, was euch nervt. Dürft auch gerne immer wieder Kommentare schreiben, wenn euch etwas nervt oder euch etwas auffällt, etwas Gutes. Es gibt jetzt momentan wirklich gut auch Kommentare über irgendwelche Fragen. Ich kann eben alle Fragen immer beantworten, auch in-game. Ihr habt hier H, also mit H könnt ihr hier das aufmachen, dann gebt ihr einfach meinen Namen. Hier unten ein oder Freund hinzufügen. Drago Basler. Und dann könnt ihr Freund hinzufügen. Und dann könnt ihr mit Enter euch hier, ja geht jetzt gerade nicht, irgendwie mich auswählen oder so, dass ihr mit mir mit chatten könnt. Dann könnt ihr mir auch eine Frage stellen. Live und in Farbe. Bunt und in Farbe. Ja, der Markus von Let's Play Markus. Den habe ich immer begleitet. Den habe ich von Anfang an eigentlich gerne gehabt. Oder habe ihn immer noch gerne, aber ich schaue nicht mehr so viele Videos. Ihr wisst wieso. Ich habe keine Zeit mehr. So schade, wenn man keine Zeit hat, ja? Aber ab und zu habe ich jetzt wieder Super Mario Wonder geschaut bei ihm. Aber keine Ahnung. Hat nur ein paar Kommentare geschrieben, leider. Okay, schade, nichts gedruckt. So, geht's wieder? Ja, es ist wieder so nasses Wetter, das habe ich nicht gern mit meinem Asthma. Allergisches Asthma halt. So, eigentlich gehen die Pollen weg, aber dann sind sie irgendwo im Wasser oder so. Und wenn ich dann unterwegs bin und ein bisschen nass werde oder so. Nein, irgendwie ist das anders. Wahrscheinlich die Trockenheit, die einfach dann in den Häusern drin ist, macht bei mir dann wieder irgendwie. Ich weiß es nicht, aber ich habe ja eigentlich nicht so Pollenallergie.
Es ist bei mir schon, ja, es ist so kompliziert. Also es ist bei mir schon allergisches Asthma. Ich bin zum Beispiel auf Erdnüsse allergisch. Ich kann es auch nicht einatmen. Ich bekomme sofort raue Haut, vor allem ja, im Mund und im Hals. Jetzt ganz rau. Und an den Backen, an der Nase. Da ist ein bisschen aufgerissen. Also ganz, ganz winzig, oder? Dass einfach die Haut sehr rot wird und brüchig und trocken. Einfach durch diese Sachen, die die Erdnüsse dann verbreiten, diese Duftstoffe. Und ein paar Gräser, aber die sind jetzt dieses Jahr gar nicht mal so da gewesen. Ich war schon manchmal Keuchhusten oder so, wenn ich nach Hause kam vom Fußballtraining oder so, ja, von einer Wiese. Aber sonst ist nicht so viel Schlechtes passiert. Aber jetzt, genau jetzt, Anfangs November, bin ich dafür ein bisschen länger krank. Aber das ganze Jahr, restliche Jahr, sonst war ich eigentlich kaum krank. Wieso spawnen hier so viele Gegner, wenn Ziele irgendwo links sind? Wahrscheinlich aber so ein Gebiet, wo sie viele Gegner platziert haben. Was gab es eigentlich für Last Epoch News in letzter Zeit? Also eine Warlock haben sie ja ein bisschen angeteasert. Da wird wahrscheinlich im Januar, also sie haben irgendwie etwas geschrieben, im Januar dann einfach das Reveal kommen, also dass man die Skills sieht und so die Eigenschaften, vielleicht auch die Items ein bisschen sieht. Und Ende Januar wird noch der Falconier, oder Anfangs Februar erst, wird Falconier vorgestellt und der interessiert mich natürlich extrem. Ich mag einfach irgendwelche Charakterbilds mit einem Pet. Ich weiß nicht, ob der noch ein anderes Pet dann bekommen wird, aber wahrscheinlich immer nur der Falconier, also der Falcon. Und, jo. Schmacks, so ein Buddy zu haben. So. Ja, habe ich hier ja auch, aber es sind zwei in der Spring-Gestalt. Oder? Aber der macht nicht so viel, der Spring. Wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Kann sagen, ich kann es auch Spriggan, oder? Oder Setzling, oder? Irgendwie so etwas. Genau. So, es ist hier auch wieder so einer. Inferno Fleisch. Weil die normalen heißen auch irgendwas mit Fleisch, der. Oh. Irgendwie soll das, oder? Verrottetes Fleisch. Nein, irgendwie soll das auch nicht. Aber Rotten Flesh sind sie auf Englisch und das tönt ein bisschen besser. Und irgendwie auch ein bisschen schlechter, habe ich das Gefühl. Je nachdem, oder? Ja, Sprachen können eigentlich immer noch viel verbessert werden. Aber das kann nicht jeder dann einfach umsetzen, oder? Sprache lernen ist schon ziemlich schwer. Da muss man fleißig sein. Nicht so wie ich alles über Games lernen. Ich brauche dafür Jahre. Wieso sind hier zwei? Ja. Ich bekomme null Schaden. Ich weiche jedem Zeug aus, aber bekomme null Schaden. Die Down haben die so viel Resi. Da oben ist der zweite. Ah nein, das ist ein anderer. Okay. Irgendwie ein bisschen verwirrend. So viele Effekte. Aber coole Zauber von diesen einfach auf Feuer umgewandelt. Oh, machen wir kurz.
Hallo Sven, hast du Süßigkeiten? Nö, nichts mehr. Ich habe nicht mal mehr Brot. Ich müsste noch einkaufen gehen nachher. So, was für ein Boss war das? Ah, das waren die drei Clowns. Genau. So, Wunderbärchen. Haben wir doch mal schöne drei Bosse. Macht Spaß. Was sind das für ein Zauber? Ah, das ist Ding, ja, auf Deutsch. Ja, das ist einfach dieser Primalist. Spieler. Unreal auf Englisch. Auf Deutsch heißt irgendwie aufreißen. So. Das könnte ich noch machen, ein bisschen. Aua, das hat jetzt ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ich war während dem Casten einfach. Ja. Halb gestunt oder so. Ui, sie fangen langsam an, mich voll zu ballern. Da ist noch einer Lowlife. Auf ihn! Ich hoffe, wir bekommen jetzt Minion Damage über. Wir hätten es verdient. Der Bait ist jetzt nicht gerade so top. Stark. Noch. Was ist denn das? Ich will immer wissen, was es für Zauber sind. Feuerwiderstand. Eine große Widerstandsbruch bei Treffer. Feuerschaden. Ich nehme, glaube ich, das hier. Was soll ich noch mehr Feuerwiderstand nehmen? Nein, ich habe kein Minion Damage. Kein Begleiter schon. Mache ich überhaupt Feuerschaden mit Minions? Ich mache Blitzschaden. Also die Minions machen Blitzschaden. Komm, Widerstand. So, jetzt schauen wir mal kurz dann. Ah, genau, dieser wieder. Und die Schlüssel. Ja, brauche ich nicht mehr. So, also den haben wir geschafft. Eins von drei in den nächsten Parts. Oder im Livestream werden wir die anderen zwei machen. Dann Corrupten. Also ich denke, ich mache noch ein, zwei Parts. Und hoffentlich schaffen wir das. Ich tue natürlich noch ein bisschen die Balken föhnen. Und. Und dann gibt es noch ein, zwei Parts wahrscheinlich oder nur einen. Und dann kann ich mal livestreamen und das über Corrupten. Also, ja. Ich habe es hier hingeschrieben, wie es heißt. Das ist es nicht. Hey, wo ist das Ding hin? Ich tue mal kurz das Spiel beenden. Ich habe das Textdokument jetzt gerade nicht. Hier, also. Ich habe es jetzt irgendwo. Hier ist ja Empowered, genau. Emperor und Monolithen freischalten müssen wir machen. Und dafür müssten wir die drei oberen noch einmal den Boss besiegen von jedem. Oder die drei Bosse jetzt hier. Genau, also dann eben, jo, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen und einen schönen Tag. Tschüss.